Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Spiel. Ich spiele ein PS4-Spiel auf der PS5. Und zwar, warte, wer gedrückt hat, ich komme immer noch mit den Tasten durcheinander. Mars Horizon. Ich wollte eigentlich jetzt ein kurzes Angezockt machen. Ihr seht, ich hab schon, bin schon Level Rang 4 und so. Ich wollte, wie gesagt, ein kurzes Angezockt machen. Und dann ist es aber ganz schnell so passiert. Ja, 2 Stunden Video. Und das kann ich ja so nicht online schalten. Ihr könnt euch das gerne aussuchen, ob ihr das haben möchtet. 2 Stunden. Dass ich 2 Stunden für euch hochlade. Also ich werde es hochladen, ob ihr das auch online sehen wollt. Ich will euch jetzt hier in diesem Video nur ein kleines Fazit geben. Mich hat es total geflasht. Ist eigentlich wirklich nur ein, ihr seht ja, ist nicht so großartig aufgebaut. Man hat die Erde, man hat verschiedene Planeten und man muss halt von 64 oder so anfangen, sein Astronautenprogramm, Mondprogramm, was weiß ich, vorzubereiten. Wir haben hier die Forschung, da haben wir dann halt Sachen für die Mission. Also erstmal überhaupt dass man starten kann, Satelliten, unbemannte Satelliten, dass man einen Hund ins Weltall schicken kann, und Sonden und Telemetriedaten und. Also hier ist ein Arsch voll drin. Dann haben wir verschiedene Gebäude, die wir entwickeln können. Ganz, ganz viele Gebäude. Es geht auch hier bis ziemlich weit nach unten. Und hier unten haben wir dann auch. Ihr kriegt dann halt, wenn ihr so und so viele Gebäude habt, immer noch einen Bonus. Genau, bei Fahrzeuge war, da habe ich jetzt schon gemacht 12 Stück. Also 12 einzelne Komponenten habe ich. Und dadurch kriege ich halt nochmal einen Bonus. Und dann mit den 12 Komponenten könnt ihr dann Raketen zusammenbauen. So, dann haben wir hier aktuelle Mission, komme ich jetzt nicht rauf. Ich habe keine aktuelle Mission. Besatzung. Und da kommt er dann später hin. Und Basis, das ist jetzt meine Basis, die ich gebaut habe. Das ist das Grundgelände, was wir haben. Ich weiß nicht, ob das noch größer werden wird oder kann. Mit den Steinen wegmachen lassen, das kostet dann richtig fett Kohle. Deswegen habe ich das erstmal so ein bisschen komisch gebaut. Man kann die aber auch jederzeit bewegen, die Gebäude. Das ist überhaupt kein Problem. Geht da einfach rauf hier, Dreieck, und dann könnt ihr. Warte. Also, ja, seht ihr ja, kann ich jetzt nicht bewegen. Ich habe nicht genug Platz, aber man kann es bewegen. Und dann haben wir hier noch Diplomatie. Wie unsere Diplomatie ist. Ja, wir müssten mal ein bisschen diplomatischer sein. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel, wie ihr seht, hier haben wir schon so ein Ausrufezeichen. Und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel Menschen ins Weltall schicken. Das wäre jetzt meine nächste Mission. Und dann machen wir jetzt einfach mal eine Raumkapsel. Und dann können wir uns hier verschiedene Standard, verbesserte Kommunikation, Baukosten. Wir nehmen Standard. Und dann wählen wir da mal einfach aus. So, jetzt haben wir Standard ausgewählt. Ja. Ihr könnt halt ein Viereck drücken oder halt einfach raufgehen. Und ich habe ja noch Gott sei Dank Geld. So, bestätigen. Die muss jetzt erstmal gebaut werden, diese Raumkapsel. Wenn wir hier unten raufgehen. Hier können wir jetzt, hoppala, können wir jetzt die Mission planen. So. Fertigstellung in 3 Monaten. Jetzt können wir halt mit Viereck erstmal die 3 Monate überspringen. Und kriegen halt dabei Geld. Aber wäre natürlich sicher, wenn er dann auch in der Zeit was macht. Hier ist unser Mercury. So, nächster Schritt. Jetzt brauchen wir natürlich noch die passende Rakete. Die könnt ihr euch selber zusammenstellen. Mercury hier Standard ist jetzt noch nicht definiert. Ist noch geschlossen. Ihr kriegt auch viele Hilfeanzeigen. Was wichtig ist, hier oben 1800 Kilo. Also das seht ihr jetzt durch die Kamera nicht, 1800 Kilo. Und hier sind dann die Daten zu der Rakete, die ihr baut. Ja, also ihr müsst halt nur wissen, hier diese 1800 Kilo, da müsst ihr drauf kommen mindestens.
und dann hier die Nutzlast im Verhältnis. Ich fange dann eigentlich immer mit unten mit dem Booster an. Wir nehmen. Können wir hier denn? Ne, können wir nicht. Wir können hier nichts ranhängen an der Seite. Wir haben nur 8000. 6000, 6000, 9000, 12000. Ne, wir haben nicht genug. Also wir müssen dann halt. Ja, oder hier die 6000. Dann kann man halt hinten noch welche ranhängen. Dann könnte man halt natürlich auf 8000 kommen. Wir wollen keine, reicht so. So, dann hängen wir das hier oben ran. Und zwar, so, könnten wir jetzt so machen. Zuverlässigkeit wären wir jetzt bei 67%. Wir würden die 1800 super erreichen. Nutzlast Zuverlässigkeit wären wir bei 71%. Wir wollen aber natürlich nicht 71, wir wollen ein bisschen mehr. So. Also über 71 komme ich noch nicht drüber, da muss man, zeige ich euch gleich. Jetzt sind wir bei Startzuverlässigkeit bei 88% und hier haben wir auch dann noch andere Sachen, die wir machen können. Da müsste man dann aber natürlich viel mehr machen. Also eine andere Basis drunter nehmen. Aber so ist es okay. Die können wir jetzt kaufen. Also Teil wählen, so. Wir können denen jetzt auch einen neuen Namen geben. Wir können die jetzt einfach mal nennen. So, Odin nennen wir die jetzt einfach mal. Bestätigen wir. Kostet 455. Die nehmen wir jetzt. Zack. Die braucht jetzt natürlich eine Weile, bis sie fertig ist. In der Zeit haben wir hier schon wieder Gebäude fertig. Forschung. Die Forschung schreitet voran. Wir müssen jetzt ein paar Monate, 2 oder 3 Monate, müssen wir jetzt überbrücken. So, jetzt noch ein, zack. Odin ist fertig. So, das ist die Odin. Ihr könnt euch auswählen zwischen ESA, NASA und was weiß ich alles. Ihr könnt aber das Logo selber wählen. Ihr könnt den Namen von eurem Unternehmen selber wählen und ihr könnt so ja die Basis, also ich hab jetzt so Star Trek mäßig genommen, ich habe es einfach Sternflotte genannt und mein Hauptquartier ist halt das Sternflotten-Hauptquartier. So. Also Besatzung. So. Also, kannst du bitte Juna abholen? Ich habe Durchfall. Ich gehe gleich. Bestätigen. Und jetzt müssen wir halt noch. Hier kriegt er das dann mit dem Zeug. Damit ihr dann halt beim nächsten Mal besser starten könnt. Und. So, jetzt müssen wir hier ein anderes Datum nehmen. Datum wählen. Bestätigen. Zack. Jetzt. Gehen wir einfach mal den Monat oder 2 Monate voran. Und jetzt kommt halt praktisch diese Startphase. Ihr seht jetzt da zum Beispiel, damit wir da ein bisschen Bonus kriegen. So, hier seht ihr oben mein Logo. Hier die Rakete startet. Da Starting Odin. So, Wetter ist okay. Alle tippitoppi. Sieht gut aus. Ich muss auch schon einmal den Start verschieben. Da sah es dann nicht so toll aus mit dem Wetter. Mit Regen und 18% hat mein Startzuverlässigkeit nach unten gezogen. Aber eventuell, das ist ja nicht 100%. Und da habe ich dann lieber abgebrochen. Sieht doch auch sehr gut aus. Die Odin steigt in den Himmel. So, bei wie viel sind wir? Oh, bei 96% gibt Strom plus 1. Super. Das ist ein sehr guter Wert. Und selbst wenn Start nicht gelingt, eure Teile werden dann halt, wie sind wir jetzt bei Level 2 bei beiden Teilen? Und so steigt natürlich die Zuverlässigkeit, weil die Forscher natürlich dadurch immer mehr Daten sammeln können. Aber
selbst bei einem Absturz kriegen die Forscher ja trotzdem Daten, steigen die sowieso trotzdem auch im Level. Nicht sowieso, aber auch im Level. So, jetzt sind wir natürlich im Weltall, wir haben einen Mensch im Weltall. Jetzt kommen halt diese kleinen Missionen. Erreiche die Erdumlaufbahn, sammel 4 von den roten Wellen und 6 davon. Okay, jetzt müssen wir gucken. Wir brauchen 4 davon. Davon haben wir jetzt noch 0 und 6 davon. Wir haben 5 Strom. Okay. Ja, brauchen wir jetzt nicht im Tutorial. Wir machen das. Da kommen wir auf 2. Hier können wir auch auf 2. Und Strom. Bestätigen. Oh, das ist sehr gut. Das ist eine fantastische Zahl. Weil wenn ihr unten drunter seid, wenn ihr im Roten seid, dann müsst ihr einen Energiepunkt opfern, damit das Signal wieder herkommt. Alles, was so bis mittig ist, ist okay. Oder selbst wenn ihr am Anfang vom Blauen seid, ist es okay. Bloß im Roten dürft ihr nicht sein. So, jetzt haben wir 2 davon. Jetzt machen wir nochmal 2 davon. Und also hier seht ihr, was ihr verbrauchen müsst. Also was ihr verbraucht und was ihr dann hier was ihr kriegt. Wir könnten natürlich. Warte mal, wir gehen mal zurück. Das sind 3 Runden, die man macht. Hier kriegen wir 2 davon, 2 davon. Wenn wir. Und kostet aber 2 davon. Hier kriegen wir 2 davon. Könnte gut aussehen. Man kann nicht auch so überspringen. Aber wir sind noch im blauen Bereich, das ist gut. Und wichtig ist, dass ihr das da oben halt voll kriegt. Ist auch noch okay. So. Und jetzt haben wir 2 davon. Also von den blauen gestapelten. Und dadurch können wir das hier jetzt auch nehmen. Ja? Wir kriegen dadurch 2 da. So. Dann sind wir hier schon mal im grünen Bereich. 4, 5. Dann bräuchten wir jetzt. Kostet 1 Strom. Kriegen wir hin. Oder warte mal, nee, das machen wir mal nicht. Wir machen da mal einen Strom. So. Gut. Das sieht sehr gut aus. So, nächste. Das sieht auch sehr gut aus. So. Und jetzt kommt die letzte Runde. Wir haben jetzt das praktisch erfüllt, was wir eigentlich erfüllen müssen. Und jetzt können wir gucken, dass wir halt noch einen Bonus rauskriegen. Wir machen einfach, kostet Strom. Machen davon was dazu und aber hier steht nicht da, wie viel es kostet. Ne, dann machen wir das noch dazu und das machen wir noch dazu. Sieht sehr gut aus. So, ich mache jetzt mal einen Schnelldurchlauf hier. Sieht auch gut aus. Das sieht hervorragend aus. Also wenn das nicht jetzt mal ein grandioses Erlebnis war. Also das habe ich noch nie gesehen, dass die dann wieder runterkommen, auch beim Hund nicht.
Ja, da müssen wir uns doch. Naja, so viel Geld gab es gar nicht. Schade. Ja. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nochmal erforsche, zack, haben wir das nächste Forschungsziel fertig. Dann kann man hier dann halt weiter forschen. Zum Beispiel hier braucht er denn zwei, um überhaupt. Was ist das nächste Gebäude? Zentrifugenausbildung. Ja, müsste halt das machen. Und das kostet halt dann 5000, dann heißt, wir müssen ordentlich weit vorangehen. Wir müssen sowieso vorangehen, wir brauchen Kohle. Ja, ihr kriegt halt, je nachdem, wie viele Sachen ihr schon habt, kostet euch das dementsprechend die Basis überhaupt am Leben zu halten. So, jetzt haben wir Forschung. Und jetzt können wir hier nämlich die Zentrifugen machen. Und hier braucht er drei Sachen, um überhaupt weiterzukommen. Und hier sind wir dann fast fertig schon. Andockstation und so. Also hier ist jetzt nicht mehr so viel zu holen. Kostet dann halt natürlich immer viel Zeit, da jetzt zu warten. Das sind jetzt 12.500, ja, wo dann halt ewig nicht vorangeht. Aber wir können ja in der Zeit Missionen machen. Ich plane jetzt aber keine Mission. Weil ich will euch jetzt hier noch mit dem Bauen zeigen. Hier Roboterfabrik. Wie gesagt, die wollte ich vorhin schon. Die ist hier zu teuer. Wir haben jetzt mal hier. Bauen. Ja, das ist zu teuer. Wir brauchen insgesamt. Zwei Hindernisse beseitigen und Gebäude platzieren 1312. Dafür brauchen wir jetzt 1312. Wir können natürlich auch löschen und können hier die, ja, können die Steine so wegmachen hier. Zack. So. Können wir, so, dann weiß man wenigstens noch, was man sich einlässt. So. Und nur dieses bisschen wegmachen. Ich habe jetzt extra mehr mit dir weggemacht, damit ihr das seht. Nur das bisschen wegmachen hat mich jetzt die kompletten 1000 noch was gekostet. Jetzt muss ich wieder hier ewig weit vorausspulen. So, und wir haben halt das Problem, wir können halt. Ich habe noch nicht so viele Missionsziele offen. Man kann halt nur ein Missionsziel machen. Hier müssten wir jetzt wieder planen, den mache ich jetzt nicht. Aber in der Forschung, also ihr könnt auch die Forschung jetzt abbrechen, wenn euch das zu lange dauert und eine andere machen. Ihr geht dann nicht, ihr fangt dann nicht von null an. Also ihr könnt dann halt, wartet, ich muss was anderes nehmen, so hier oben. Ihr fangt dann halt da wieder an, weiter zu forschen, wo ihr aufgehört habt. Also euch geht da keine Zeit verloren. Ja. Und da müsst ihr dann jetzt gucken, dass man dann hier, ja. Noch guckt, dass man mehr Geld drin kriegt, Entwicklung, und hier habt ihr dann halt noch, seht ihr denn, was da denn für einen Bonus kriegt, noch zwei Gebäude und dann, also wirklich ein richtig tolles Spiel. Irgendwie kriegt man, kann man auch dann halt mehr Missionen machen. Momentan kann ich halt nur zwei Missionen machen, eine Mission machen, kann ich euch auch mal hier am Mond zeigen. So. So. Hier, das habe ich gemacht. Die habe ich jetzt, kann ich jetzt nicht machen gerade. Apollo-Mission kommt auch noch. Also richtig tolles Spiel, ich kann es nur empfehlen. Ist ein kleines Spiel, ist kein Actionspiel. Es ist was Ruhiges, man muss ein bisschen nachdenken, ein bisschen strategisch sein. Aber es ist ein richtig geiles Spiel. Wer jetzt zum Beispiel Theme Park und Rollercoaster und das Jurassic World gefeiert hat, wird das vielleicht auch mögen. Man baut jetzt nicht so direkt den Park. Ja, man hat halt nur ein paar Gebäude, die man platzieren kann und also. Das meiste ist wirklich nur, man muss strategisch denken, was man wie, wo, wann macht. Und dass man auch halt als erst am Weltall ist und so. Die Tipps und Tricks, die sie am Anfang verraten, das Tutorial ist sehr gut, sehr übersichtlich. Also, da habe selbst ich das geschafft. Also, echt toll. Von mir auf jeden Fall Daumen hoch. Das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich bin nämlich schon wieder bei 20 Minuten und ich habe nicht mal viel gezeigt. Wie gesagt, ich habe es angezockt. Und bin so im Angezockt versunken, dass ich dann mal 2 Stunden weggeballert.
Richtig geil. Also die kleinen Spiele, es muss nicht immer der große Blockbuster sein. Diese kleinen Spiele, die haben es auch in sich und sind fesselnd und interessant. Ich bin jetzt aber wirklich weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich habe es auf der PS5 gespielt. Ist ein PS4-Spiel. Also hier, PS5, PS5-Menü, seht ihr ja. Ich werde kein Anfang, kein Ende hier irgendwie machen. Ich werde kein Intro machen. Ich lasse es ungerendert so hochladen, damit ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis dran seid, was ich hier vor mir habe. Ja, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.